Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 38: Zerplatzte Träume. Zweiter Teil. Noch immer konnte Neville es nicht fassen, dass Snape eine scherzende Bemerkung gemacht hatte. So hatte er seinen ehemaligen Lehrer noch nie erlebt. Erleichtert bedankte er sich für den anfangs ernst gemeinten Hinweis, wovor er sich von Luna wegführen ließ, um auch mit den anderen Gästen ein Schwätzchen zu halten. Die Leute, die Severus noch nie in seinem Leben gesehen hatte, vom Alter her offenbar ausschließlich Freunde von Tonks, verließen die Party am späteren Abend, sodass nur noch der allseits bekannte Kreis anwesend war und die Gesellschaft etwas vertrauter miteinander umging. Kurz nachdem Molly einen fröhlichen Trinkspruch auf die Verlobten gehalten hatte, trat Severus mit seinem Weinglas in der Hand einen Schritt nach vorn in die Zimmermitte und erlangte damit sofort die Aufmerksamkeit von Lupin und Tonks, wie auch die der anderen Gäste. Mit säuselnder, tiefer Stimme, sodass es still im Raum wurde, weil jeder seine Worte hören wollte, fragte er an die Gastgeber gerichtet: Wenn ich mir die Frage erlauben darf, Lupin, Tonks, wer von Ihnen beiden wird in den sauren Apfel beißen? Betroffen und mit erröteten Wangen senkte Lupin das Haupt, während Tonks versuchte, Snape mit ihren Blicken zu töten. Hermine war sich nicht sicher, was hier gerade geschah. Was konnte Snape nur meinen? Sie beobachtete, wie Sirius einige Schritte auf Lupin zuging, um ihm im Notfall zur Seite stehen zu können. Snape hingegen stand gelassen auf seinem Fleckchen und nippte einmal an seinem Wein. »Was fällt dir ein?« zischelte Tonks aufgebracht, nachdem sie sich gefasst hatte. »Nun«, erwiderte Snape, der nochmals genüsslich von seinem Wein trank, bevor er fortfuhr. »Ich denke, es ist eine berechtigte Frage, die sich viele der Anwesenden heimlich stellen, aber nicht zu fragen wagen, nicht wahr? Und sicherlich gibt es auch einige in diesem Raum, die momentan keinen blassen Schimmer davon haben, auf welchen Haken ich hier anspiele.« Nachdem er den Satz beendet hatte, schaute er Black einen Moment lang eindringlich an, der von seinen Worten verwirrt schien. Mit aufkommenden Tränen in den Augen verließ Tonks den Raum und Molly folgte ihr zögernd, um sie zu beruhigen. Lupin stand noch immer mit gesenktem Kopf in der Mitte des Zimmers und war um eine Antwort verlegen, als Severus keinesfalls boshaft, sondern lediglich ehrlich zu ihm sagte: »Das ist der Grund, warum ich vorhin sagte, ich wüsste nicht, ob ich Ihnen wirklich gratulieren sollte.« Jetzt blickte Lupin auf. In seinen Augen spiegelte sich nicht Zorn oder Hass wider, sondern Verzweiflung, was Hermine erkannte. Albus' Stimme erklang, als er die Situation zu entspannen versuchte, und sagte: »Severus, das ist nicht der Richtige.« Doch Severus ließ Albus das erste Mal in seinem Leben nicht ausreden und konterte bestimmend: »Oh doch, das ist der richtige Moment, genau der richtige.« Bevor Sirius unüberlegt handeln würde, drängte sich Harry nach vorn und fragte mit ruhiger und doch etwas besorgter Stimme: »Was soll das? Was für ein Haken?« Und mit einem Male brach es aus Hermine hervor: »Oh mein Gott, die Gesetze der Tierwesenbehörde!« Als Lupin hörte, dass Hermine es offen aussprach, sammelten sich Tränen in seinen Augen und er blickte erneut zu Boden, um sie zu vertuschen. »Ich hab gewusst, dass du hier nur Ärger machst, Schneefellus. Lass ihn hier in Ruhe.«
keifte Sirius gereizt und angriffslustig, obwohl er offenbar nicht verstand, um was es hier ging. Trotz des verhassten Kosenamens blieb Severus gelassen, als er Black überheblich klingend erklärte. Dann ist es Ihnen nicht bekannt? Er zog beide Augenbrauen in die Höhe und als Blake nicht antwortete, erklärte er. Die Tierwesenbehörde fordert bei der ehelichen Verbindung eines Tierwesens mit einem Menschen. Snape blickte zu Lupin, bevor er seine Augen wieder auf Black richtete und fortfuhr. Dass einer von beiden sich der Möglichkeit zur Fortpflanzung berauben lässt. Diejenigen, die bisher nicht ahnten, auf welchen Haken Snape aufmerksam machen wollte, machten nun große Augen und schüttelten ungläubig den Kopf. Diejenigen, die im Vorfeld davon wussten, wie Albus, Minerva, Arthur, Susan, Kingsley und Lupin selbst, blickten beschämt zu Boden. Harry war der Erste, der verdattert an Severus gerichtet eine Bestätigung forderte, indem er fragte, Ist das wahr? Sein Blick schweifte hinüber zu Remus, bevor er ihn mit mitleidiger Stimme fragte. Remus, ist das wahr? Dann schaute er zweifelnd zu Arthur hinüber, dessen betroffene Reaktion ihm leider versicherte, dass dieses Gesetz tatsächlich der Wahrheit entsprechen musste. Sirius ging auf seinen Freund zu und packte ihn an den Oberarm, bevor er ihn aufforderte, ihn anzublicken. Den Schmerz und die Verzweiflung in Remuses Augen konnte er kaum ertragen, sodass er selbst mit den Tränen kämpfen musste. Sein alter Freund hatte schon genug Probleme, hatte sein Leben lang genug Probleme. Für alle hörbar, sagte er aufgebracht. Oh nein, die werden dir nichts abschneiden. Komm mit! Nach diesen Worten zog er seinen Freund hinter sich her und hinaus aus dem Wohnzimmer. Natürlich war die Stimmung auf dem Tiefpunkt, aber Severus hatte es für das Richtige gehalten, diesen Missstand anzusprechen. Viele waren nach dem Zwischenfall wortlos gegangen. Die Zwillinge hatten Anne an die Hand genommen, um sie per Apparation in ihre Wohnung zu bringen. Albus war einerseits ungehalten über Severus' Handeln, doch auf der anderen Seite auch traurig über die allgemeine Situation für den verfluchten Mann, dem er immer unter die Arme gegriffen hatte, wo es nur ging. Nur Arthur, Ginny, Ron, Harry, Hermine, Susan, Draco und Severus ließen sich im Wohnzimmer auf der Couch und den Sesseln um den Tisch herum nieder. Keiner sagte etwas und niemand machte Severus einen Vorwurf, die Sache für alle aufgedeckt zu haben. Dann brach Arthur das Schweigen. Es herrschen immer noch katastrophale Missstände im Ministerium. So schnell kann ich keine Gesetzesänderung durchsetzen. Kingsley ist bereits dabei, neue Gesetze zu entwerfen und Miss... Ich meine, Susan unterstützt ihn tatkräftig, aber es wird noch dauern. Wahrscheinlich etliche Jahre dauern. Wir können keine geänderten Teilgesetze in dieser Größenordnung herausbringen, sonst steigen mir sämtliche Halbmenschen aufs Dach und setzen das Ministerium unter Druck, auch die anderen Diskriminierungen endlich aufzuheben. Es muss einmal komplett überarbeitet werden, bevor... sagte Arthur, bevor er einmal betroffen seufzte und sich an die Stirn fasste. Harry fragte neugierig, wenn man nur unter solchen Bedingungen heiraten darf, warum wollen die beiden dann überhaupt heiraten? Dieses Mal erklärte Susan betrübt. Er hätte mehr Rechte, wenn er verheiratet wäre. Rechte, was zum Beispiel die Jobsuche betrifft und viele andere Dinge, die ihm das Leben wesentlich erleichtern würden. Unzensiert und aufgebracht brach es aus Ron hervor. Ich würde mir die Eier trotzdem nicht abschneiden lassen, auch wenn ich danach Aussicht auf einen guten Job hätte. Ron! Schallt es von dessen Vater.
Ist doch aber wahr. Du bist der Minister, Dad. Du kannst das bestimmt beschleunigen. Solche Gesetze sind einfach unmenschlich, erwiderte sein Sohn. Arthur hielt dagegen. Wir sind unterbesetzt für die Berge von Arbeit, die sich bei uns häufen. Wir können nicht einfach Leute einstellen, ohne die vorher überprüft zu haben. Es hatten sich schon genug Mitarbeiter im Ministerium eingenistet, die sich Informationen beschaffen, die nicht für sie bestimmt waren. Ich schmeiß nicht nach und nach die faulen Eier raus, nur mir neue einzustellen, mein Sohn. Hier fragte Harry neugierig nach. Was für Leute sind das denn, die sich Informationen beschaffen? Ohne nachzudenken, gab Arthur zurück. Eine Art Gruppierung. Ein paar Radikale, die sich auf Kinder und andere Angehörige von Todessern stürzen. Eure Schulkameraden Sabini und Parkinson haben die auf dem Gewissen. Moment, sagte Draco bestimmend. Pansy und Blaze haben nichts mit den Todessern zu tun gehabt. Weder sie waren welche noch ihre Eltern. Sie mögen reinblütig und rassistisch bzw. narzisstisch gewesen sein, aber keinesfalls konnte man sie mit den Todessern in Verbindung bringen, erklärte Draco den Anwesenden selbstsicher. Arthur schien von dieser Information mehr als nur geschockt zu sein, denn er fragte kleinlaut nach. Waren sie nicht? Und du, Er verbesserte sich, indem er die Anrede änderte. Sie sind sich da ganz sicher? Draco nickte und Severus stimmte seinem Patensohn wortlos zu. Nachdem er einen Moment überlegt hatte, sagte Arthur in die Runde. Severus, Harry, ich muss mit euch beiden und auch mit Sirius dringend reden. Am besten morgen. Ich muss jetzt gehen. Ginny, Ron, ihr geht besser auch. Nur widerwillig kamen seine beiden Kinder dem Vorschlag nach. Hermine erklärte Ron mit einem Blick, dass sie noch bleiben würde. Draco und Susan verabschiedeten sich ebenfalls und ließen Severus, Harry und Hermine zurück. Ich muss dringend mit Lupin sprechen. Harry, könnten Sie versuchen? Fragte Severus. Die drei gingen zusammen hinauf in den ersten Stock. Hinter der Tür des ersten Zimmers, welches sie passierten, hörte man eine Frau weinen und Mollys beruhigende Stimme tröstete die aufgelöste Tonks. Ganz hinten befand sich ein weiteres Zimmer mit geschlossener Tür, in welchem sich Remus und Sirius befinden mussten. Zaghaft klopfte Harry an, bis Sirius endlich öffnete. Der überbrachte alsbald die Nachricht. Er möchte über den Vorfall nicht sprechen. Severus erwiderte. Es geht nicht um den heutigen Vorfall. Wenn Sie mich bitte eintreten ließen. Zögernd öffnete Sirius die Tür und ließ Severus und Harry hinein. Während Hermine anstandshalber an der offenen Tür wartete und sich an den Rahmen lehnte. Remus saß auf seinem Bett und schämte sich nicht dafür, ganz offensichtlich geweint zu haben. An Lupin herantretend, sagte Severus mit Bedacht. Lupin, würden Sie bitte den Verhüllungszauber entfernen? Sirius zog fragend die Augenbrauen in die Höhe, während Lupin sich ertappt ins Gesicht fasste. Unentschlossen griff er zu seinem Zauberstab und beendete nach kurzem Zögern den Verhüllungszauber, der auf seinem Gesicht lag. Harry und Sirius erschraken, als sie Remus betrachteten. Es schien, als hätte er einen Ausschlag. Seine Mundwinkel waren rot und wund und großflächig verkrustet, ebenso die feinen Hautpartien am Hals und hinter den Ohren, wo sich bereits die Haut schälte. Snape presste entrüstet die Lippen zusammen, während er Lupins Ausschlag begutachtete. Nüchtern fragte er einen Moment später mit seiner lehrerhaften, distanzierten Stimme, die unmissverständlich eine Antwort forderte. Wie weit hat sich das schon ausgebreitet? Lupin wollte nicht antworten, aber als Severus auf eine Antwort drängte, erwiderte er aufgebracht. Bis hin zu Stellen, die ich dir bestimmt nicht zeigen werde. Sirius war geschockt über diese Aussage, doch Severus blieb völlig ruhig, als er feststellte.
dann nehmen Sie ihn schon 3 Monate. Lupin nickte und schloss resigniert die Augen. Seit 3 Monaten musste er die monatlichen Wolfsbannentränke von einem anderen kaufen, weil er einfach kein Geld mehr für den Zaubertränkemeister seines Vertrauens hatte. Der Trank wirkte zwar, brachte jedoch etliche Nebenwirkungen mit sich. Der Ausschlag war eine davon. Keiner wagte nachzufragen, um was es sich bei diesem Gespräch drehte. Doch Severus hielt mit einer Erklärung nicht zurück und erklärte fachmännisch klingend: Der Trank ist verunreinigt und schlampig hergestellt. Wie viel bezahlen Sie für ihn? Beschämt antwortete Lupin leise: 11 Galeonen pro Trank. Severus schnaubte verachtend. 11 Galeonen für einen Wolfsbandtrank. Und 3 waren es, die man in den 3 Tagen vor dem Vollmond einnehmen musste. Waren preiswert, aber für so einen schlechten Trank mit solch üblen Nebenwirkungen war der Preis erheblich überteuert. Der nächste Vollmond ist in 2,5 Wochen. Sie nehmen den Wolfsbannentrank bei mir ein, sagte Severus bestimmend. Verdutzt blickte Lupin auf, bevor er verschämt und leise beichtete: Ich habe kein Geld dafür. Ein Trank von der Qualität, die der Zaubertränkemeister von Hogwarts herstellte, wäre mindestens 23 Galeonen wert. Severus hob lediglich eine Augenbraue und erwiderte trocken: Wenn Sie nicht wollen, dass der Ausschlag auch noch zu nässen beginnt, dann erwarte ich Sie in 2 Wochen um 18 Uhr in meinem Büro. Nachdem Lupin begriffen hatte, dass Severus ihm damit die Hand in freundschaftlicher Geste entgegenstreckte, fragte er ungläubig und mit Verwunderung in den Augen: Warum? Aber hier bekam er schnell eine Antwort, denn sein ehemaliger Schulkamerad erklärte ungeniert: Ich brauche eine Testperson, denn den Wolfsbandtrank werde ich von meiner Schülerin brauen lassen. Natürlich unter meiner Aufsicht. Es wäre ihr erstes Mal. Severus blickte demonstrativ zu Hermine hinüber, damit für alle deutlich wurde, um wen es sich bei seiner Schülerin handelte. Sie lächelte aufmunternd und einmal zwinkernd zu Remus hinüber, der nun auch zu lächeln begann, während seine Augen allein schon so viel Dankbarkeit übermittelten. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.